irgendwas spielen. Besten Straßenbauprojekte, das wir haben. Das ist jetzt das, was realisiert wird. Es ist ja nicht so, dass wir keine Straßen brauchen. Es ist auch so, dass wir sagen, es braucht eine Verbindung in die Schweiz. Das ist unbestritten. Aber jetzt sind wir schon in einer etwas anderen Situation, wenn man sich die ganze Klimawandeldebatte anschaut. 40% des CO2-Ausstoßes ist motorisierter Individualverkehr. Jetzt muss man vielleicht einmal darüber nachdenken, wie machen wir es in Zukunft. Ja, ich hätte ein gutes Angebot an den Landeshauptmann in der nächsten Koalition. Jetzt braucht er geschätzte 180 Millionen für den Stadttunnel, erste Etappe in den nächsten 5 Jahren. Wenn wir 180 Millionen auch für den öffentlichen Verkehr zusätzlich aufwenden, wäre ich total glücklich. Das wäre eine wirklich gute Sache. Aber der S18 war ja der Widerstand, korrigieren Sie mich, der Grünen auch schon mal größer als jetzt. Kann es sein, dass die Grünen einfach nur ein bisschen Zeit brauchen, vielleicht der Regierungsamt und dann passt das schon mit den Straßenbauprojekten? Bei der S18 sage ich Ihnen ganz ehrlich, da wird jetzt einmal die Untergrunduntersuchung abgewartet, was die zutage fördert. Schau ich mir an, ich war dabei bei den Probebohrungen, was die aus dem Boden geholt haben, war Gummi. Masse, da schauen wir mal, ob das dänische Umsetzung also Gummimasse, ja, nein. Da fällt mir was anderes her. Also wie jetzt? Pudding-ähnliche Schlamm. Ich wollte was Böses sagen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unehrlich. Man sieht immer, ja, wir sind irgendwie eh dafür, aber gleichzeitig glauben wir nicht, dass es kommt und gleichzeitig hätte man da gerne eine andere Variante. Und jetzt bin ich relativ, nein, nicht der Jüngste, aber halt, ja, relativ, halt auch schon 40 und. Ja, jetzt fühle ich mich gerade alt, ja. Bin gerade 40 geworden letzte Woche. Aber seit ich auf der Welt bin, diskutiert man über diese S18. Die Schweizer haben den Anschluss schon gebaut. Immer wenn ich zum Flughafen Altenrhein fahre, fahre ich die Auffahrt und sehe, wie es da eigentlich gerade weitergeht zur eigentlich geplanten S18-Verbindung. Jedem Fremden, dem ich erkläre, es gibt 2 parallele Autobahnen, die nur vom Rhein getrennt sind, weil es an der Grenze gibt und da fehlen ein paar Kilometer Verbindung. Kein Mensch versteht das, das kann es jedem in 20 Sekunden erklären. Leider haben wir Vorarlbergerinnen und Vorarlberger uns daran irgendwie gewöhnt, dass es das nicht gibt. Aber die Wahrheit ist, auch ökologisch gesehen, der motorisierte Individualverkehr muss nicht immer mit Verbrennungsmotor weiter fortgesetzt werden. Es gibt Elektroautos, vielleicht als Zwischentechnologie zu Wasserstoffautos. Und es wird dann vielleicht nicht mehr so umweltschädlich sein, mit Autos zu fahren, aber es werden Menschen, auch wenn sie mit Elektroautos fahren wie ich, auch eine Straße brauchen und auch eine Straßenverbindung brauchen. Und gerade solange man mit Verbrennungsmotoren fährt, ist es, glaube ich, umweltschonender, wenn ich die 5-7 Kilometer mit 80 km/h durchfahre, als wenn ich und alle Pendler und die Spediteure und alle nur stundenlang im Stau stehen und im Stau wesentlich mehr Abgase produzieren, als wenn sie fahren können. Sie wollten noch. Nur ganz kurz, ich meine, dass wir hinter diesen beiden Projekten stehen, das steht natürlich außer Frage. Ich meine, die Grünen, die machen die Diskussion eigentlich relativ lässig. Sie haben das damals, Sie haben es gesagt, unterschrieben, damit die Koalition funktioniert. Die Ortsgruppen und die Vorfelder demonstrieren dann ordentlich gegen diese Projekte, machen mobil gegen diese Projekte. Im Wahlkampfjahr präsentieren dann die Grünen eine Variante V, die eigentlich in der Variantenprüfung schon mal als unbrauchbar weggeschoben wurde und versuchen dadurch natürlich die Zeit, so gut es geht, rauszudrücken. Stadttunnel ist ähnlich, da gibt es jetzt einen Bescheid auf dem Tisch. Landeshauptmann sagt, wir legen los. Der grüne Landesrat, dem ist lieber, dass wir die Landtagswahl 19 noch abwarten und dann erst loslegen. Also die Debatte wird nicht ehrlich geführt. Wir sagen, wir brauchen diese 2 Projekte. Wir müssen mit Hochdruck an diesen 2 Projekten arbeiten, weil sie für den Standort Vorarlberg wichtig sind. Wir sind hier in Lustenau. Wenn wir alle, glaube ich, 10 Minuten mit der verkehrsgeplagten Bevölkerung draußen auf der Straße diskutieren, dann gibt es ein ganz, ganz einheitliches Bild. Und weil Sie gesagt haben, die Situation wird sich verändern, heute sind noch 40% motorisiert unterwegs. Ich glaube, auch die E-Autos die nächsten 100 Jahre werden nicht fliegen können und darum werden wir diese Infrastrukturprojekte brauchen, ob es die Verbrennungsmotoren gibt, ob es die Elektroautos gibt oder ob es die Wasserstoffautos gibt. Herr Landeshauptmann, abschließend dazu, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch im Wordrap schon, dann werden wir bei der nächsten Landtagswahl, also die nach dem 13. Oktober, die S18 nicht mehr diskutieren. Ja, jedenfalls ist es so, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, wenn es so läuft, wie man das vorstelle, über die Diskussionen, die wir jetzt so führen, maßgeblich hinauskommen müssen, weil einfach Entscheidungen anstehen. Und zum Teil liegen sie ja schon am Tisch. Das heißt, Koalitionsbedingungen mag jetzt irgendwie hart klingen, aber es ist eine Aufgabe der nächsten Landesregierung, wie immer sie sich zusammensetzt, in der Frage jedenfalls klar zu entscheiden, was sie will oder nicht will. Und da ist meine Meinung eigentlich eine sehr klare, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man nach jahrzehntelangen Debatten ein Zurück an den Start wieder provoziert und irgendwelche Variantendiskussionen führt, die wir längst abgeschlossen haben. Das Signal an die, die es machen müssen, an die ASFINAG, wäre eine Katastrophe. Zum Teil war sie schon nicht so günstig.
weil die natürlich vor dieser Entscheidung auch stehen. Diese ganzen Probebohrungen bei der S18 sind abgeschlossen. Im nächsten Jahr, eher erstes Halbjahr, steht die Trassenentscheidung an und dann beginnen die Verfahren. Und das heißt, die nächste Legislaturperiode wird das Ganze auf den Tisch kommen. Beim Letzetunnel oder bei der Südumfahrung Velke sind wir weiter. Die Höchstgerichtsurteile liegen da. Da kann man jetzt noch einmal berufen dagegen, aber das wird keine aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, wir beginnen mit den Vorarbeiten und dann geht's los. Also die nächste Legislaturperiode ist keine, wo das am Papier irgendwie diplomatisch formuliert werden kann. Die nächste Legislaturperiode heißt in dem Zusammenhang umsetzen. Und aus meiner Sicht muss man das auch machen. Das gilt für ein paar andere Projekte, die jetzt vielleicht nicht so ganz umstritten sind, auch wo wir... Aber über andere Projekte würde ich gerade noch ganz gerne reden, um dann in der Schlussrunde zu kommen langsam. Da sind noch zwei spannende Projekte, wie ich finde. Infrastrukturprojekte, nämlich diese Wälderbahn und diese Stadtautobahn, A14 Stadtautobahn mit mehr Zufahrt und mehr Abfahrten. Fangen wir mit dem Wälderbälle an. Ist das eine gescheite Idee, so eine Seilbahn? Von Dornbirn, ja, Campus erschließen. Es hat zumindest die Frage. Ich hätte jetzt mal zum Durchatmen die Frau Schäfknecht an die Reihe genommen. Ja, ich lasse mir Zeit. Ich habe jetzt, glaube ich, noch viel aufzuholen. Also ob die Wälderbahn, keine Sorge, ob die Wälderbahn eine gute Idee ist, natürlich ist es eine gute Idee. Alle innovativen Projekte, die im Land zur Diskussion stehen, sind unendlich wichtig. Und das sage ich ganz bewusst. Die Wälderbahn, ob sie dann übers Bödele in den Bregenzer Wald geht oder vielleicht weiter sogar Richtung Messepark oder in die Schweiz, oder ob es eine gute Idee ist, auch Bregenz über Dornbirn mit Velkirch zu verbinden, auf welche Art und Weise, das muss diskutiert werden und das ist zwingend notwendig hier im Land. Insofern braucht es die Diskussion um die Wälderbahn, und anders als der Herr Landeshauptmann sagt, weil er hat gemeint, es sei betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich, habe ich nicht herausgehört, nicht sinnvoll, sage ich Ihnen, ich habe mir das Projekt sehr genau angeschaut und das rentiert sich in kürzester Zeit, und ich war bei der Pressekonferenz dabei, da wurden auch Investorenmodelle vorgestellt, also das ist nicht so, dass das komplett unrealistisch ist. Herr Pitschi, Herr Schaudinger, ist das gut investiertes Geld? Wer das? Es ist auf jeden Fall ein Leuchtturmprojekt, wenn man sagt, man hat eigentlich in Vorarlberg einen der großartigsten Hersteller für Seilbahnen weltweit, kann man das in diesem Heimatland auch durchaus andenken. Als gute Idee. Es ist auch ein Verkehrsträger, der relativ wenig Bodenverbrauch hat im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, und eine Art öffentlicher Verkehr, der eben eine Alternative darstellen kann. Und wenn man einen geringen Bodenverbrauch hat, auch nochmal, wenn wir auf die Landesgrünzone rüberkommen, man muss einfach mit diesen Raumkonflikten in Vorarlberg sorgsam umgehen. Und wo wir sagen, es gibt die Wirtschaft, es gibt die Natur, es gibt vor allem auch den Menschen, und der Mensch hat sowieso einerseits das Bedürfnis nach Natur, aber Natur, die er erleben kann, aber auch natürlich nach Arbeitsplätzen, wo wir dann eben bei den Betriebsansiedlungen auch jetzt einige Male ganz bewusst für diese Ansiedlungen auch in der Grünzone gestimmt haben. Und bei der Wälderbahn ist es auch etwas, wo wir eben sorgsam mit dieser Fläche umgehen und trotzdem eine neue Art des quasi öffentlichen Verkehrs etablieren können. Ich bin in der Debatte Wälderbahn wahrscheinlich nicht besonders objektiv, weil wenn man aus einer Tourismusregion kommt, dann weiß man, dass Seilbahnprojekte grundsätzlich auch was Gutes für eine Region sind, und als die Thematik Wälderbahn präsentiert wurde, war ich in gewisser Weise glücklich, dass jetzt auch Vorarlberg ein derartiges Leuchtturmprojekt hat. Wir haben mit zwei Betrieben Weltmarktführer, die Seilbahnen auf der ganzen Welt bauen im Stil der Wälderbahn, dass dann relativ panikartig in Vorarlberg das Projekt Wälderbahn gleich beiseite geschoben wurde und viele Experten gesagt haben, ja, das ist alles wirtschaftlich nicht rentabel, hat mich da sehr gewundert. Ich sage, wir als Region Vorarlberg brauchen solche Leuchtturmprojekte. Dass die Wälderbahn die nächsten 3-4 Jahre schwierig wird umzusetzen, ist uns allen klar, aber dass wir in ferner Zukunft in diese Richtung denken, muss uns ein großes Anliegen sein. Beim Thema Stadtautobahn, da hat sich die A14 in Wahrheit die letzten Jahre genau in diese Richtung schon entwickelt. Wenn man morgens, speziell im Bereich Alltag, in Richtung Bregenz unterwegs ist, dann befindet man sich quasi schon auf einer Stadtautobahn. Hier sollte man die Zubringer, so gut es geht, noch ausbauen und die A14 auch in Richtung Stadtautobahn entwickeln. Herr Landeshauptmann, hat Sie aus dem Hause Doppelmayr schon, haben Sie da schon viele angerufen die letzte Zeit? Machen die da
Ja, mir ist das Projekt jetzt nicht bekannt. Und nein, machen Sie nicht, muss man dazu sagen. Aber natürlich ist es klar, wenn man die Firma Doppelmayr Weltmarktführer in dem Bereich fragt, ob er irgendeine gute Idee für so eine Lösung hat, hat er natürlich eine. Und vielleicht auch wirklich Innovation. Also von daher muss man das Ganze einmal rein technologisch und vom Innovationscharakter muss man sie auf jeden Fall positiv sehen. Wenn ein Unternehmen des Landes sowas machen kann, ist das ja auch was. Ich meine, ich muss ehrlicherweise dazu ergänzen, dass es einfach unsere Aufgabenstellung ist, auch zu überlegen, was da die nächste Zeit, auch die nächsten Jahre überhaupt machbar sein wird und auch eine gewisse Art von Priorität zu setzen. Und da sind die davor genannten Projekte auch in ihrer Finanzierung natürlich eine hohe Herausforderung fürs Land. Gerade auf Feldkirch, aber auch bei der S18 wissen wir auch nicht so genau, wo wir dann wirklich mitfinanzieren müssen. Es gibt weitere sehr große Infrastrukturprojekte, wenn ich ans Resi-Projekt denke. Der Kollege Rauch hat den ÖPNV angesprochen, wo wir noch mehr tun müssen. Also wir haben eine interne Prioritätenreihung von Infrastrukturprojekten, die wir für besonders wichtig erachten und solche, die vielleicht gut sind, aber die wir jetzt nicht einfach nur zusagen können. Bei der Wälderbahn, ich meine, die Verantwortung hat man, wenn man öffentliche Mittel einsetzt. Man kann nicht nur sagen, das ist toll und innovativ und machen wir einfach. Das Ganze muss auch aus Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Sinn machen. Dahinter steckt ja die Frage, wie man den Bregenzer Wald möglicherweise besser anbinden kann im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Und da muss man sich wie bei jeder Lösung schon gefallen lassen, dass man intensiv prüft, ist das die einzig mögliche? Gibt es eine Alternativlösung dazu? Können es auch andere Verbindungen sein? Und da sind jetzt einmal nicht ich persönlich, aber die Experten zur Meinung gekommen, wenn man das so diskutiert, dann gibt es ehrlich gesagt im Bereich Kosten-Nutzen-Verhältnis gibt es einfach bessere Lösungen dazu. Und so habe ich es jetzt einmal übernommen. Es ist nicht so, dass wir das leichtfertig vom Tisch fegen, natürlich nicht, oder jede Vision muss auch genau bearbeitet werden, aber im Zuge des Mobilitätskonzepts hat man schon im Detail bearbeitet, auch rechnen lassen, angeschaut und gesagt, okay, ist eine mutige Vision, aber eine schnelle Umsetzung einfach zuzusagen, das wäre jetzt wirklich unseriös. Ja, auch noch. Nächste Woche Präsentation Mobilitätskonzept Vorarlberg. Die Wälderbahn ist eines von mehreren möglichen Projekten einer Anbindung in den Bregenzer Wald. Das muss ich eine Lanze für den Kollegen Rüdisser brechen. Der Kollege Rüdisser kann eines ganz besonders gut, das ist betriebswirtschaftlich rechnen und volkswirtschaftlich rechnen. Und der hat sich in Kooperation mit meinem Ressort die Varianten alle sehr, sehr genau anschauen lassen, extern, nicht von der Landesregierung. Und die externe Beurteilung ist einfach so, dass im Augenblick die Kosten in keinem Verhältnis stehen zum Nutzen. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt muss man, wenn man über den öffentlichen Verkehr redet, schon über Kostenwahrheit sprechen. Ja, man kann ja nicht einfach Dinge in die Welt pflanzen, die sich da nicht rechnen. Wenn man über eine Seilbahnverbindung spricht, dann in meinen Augen im Ballungsraum, also wo man wirklich Zehntausende Menschen, Hunderttausende Menschen verbindet, wie beispielsweise im Rheintal oder zwischen Lustenau und Dornbirn. Im Bregenzer Wald habe ich einfach das Problem, dass ich für 30.000 Menschen, das ist aber die Maximalzahl, an einem Punkt lande mit der Wälderbahn, wo ich erst wieder einen Parkplatz bauen muss und eine Zubringersituation organisieren muss. Also da biete ich doch, im Mobilitätskonzept ist es verankert, man schaut sich das im Detail auch weiter an, aber Stand heute gibt es bessere Lösungen.